neues Jahr beginnt. Wie sich das anfühlt? Man denkt ja schon ein bisschen mehr darüber nach, was bringt wohl die Zukunft? Haben Sie Ziele? Haben Sie Pläne? Das mit den Plänen ist ja so eine Sache. Es kommt ja dann doch oft meist anders als gedacht. Die entscheidendere Frage ist wohl, mit wem gehen Sie in die Zukunft? Keiner von uns geht allein. Da sind fast 8 Milliarden andere Menschen um uns herum. Aber wichtig ist natürlich, ist da jemand, der mich und mein Herz versteht? Gibt es jemand, der für Sie so eine Art Türöffner ist, zuversichtlich in die Zukunft zu gehen? Ist da jemand, der Mut macht und Lust macht auf das Morgen? Ist da jemand? Ein starkes Lied. Adel Tawil hat es bereits im Jahr 2017 herausgebracht. Starke Bilder. Einen, der den Schatten von der Seele nimmt. Einen, der an mich glaubt und mich braucht. Einen, bei dem es keine Worte braucht und trotzdem versteht man sich. Einer, der bis zum Ende mit mir geht und der mich sicher nach Hause bringt. Ist da jemand? Gibt's da jemanden? Der Song selber hält die Antwort fest und er lässt sie sogar nachhallen. Immer wenn du es am meisten brauchst, dann ist da jemand. Ist da jemand. Mit der Gewissheit in die Zukunft gehen, das wär's. Oder so eine Stimme, die in mir sagt, da ist einer, der dein Herz versteht.
Man kann sich's leider selbst schlecht einreden, vor allem dann nicht, wenn der Himmel für einen gerade völlig ohne Farben ist. Aber vielleicht kann man es sich ja vom Himmel sagen lassen. Da ist jemand, der es jedenfalls immer wieder in diesem Jahr ausspricht. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Das ist ein Satz von Jesus. Es ist ein Satz zum Mitnehmen in das Jahr 2022. Dafür ist er ausgesucht worden. Da ist jemand. Das glaube ich fest. Aber am Ende zählt gar nicht, was ich glaube oder was Sie glauben. Entscheidend ist, er glaubt an uns. Wo Jesus Menschen begegnet ist, da war er der Türöffner für eine größere Wirklichkeit hinter unserer Wirklichkeit. Ein Wir müssen draußen bleiben, gibt es bei Gott nicht. Auch nicht, dass er einem die kalte Schulter zeigt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, sagt Jesus. Das ist ein echt himmlischer Satz. Was das Jahr 2022 bringt, ich weiß es nicht. Aber dass da einer mit mir unterwegs ist, der mit mir bis ans Ende geht, der mich nach Hause bringt, darauf ist Verlass. Der Letzte, der Höchste, Gott lässt das Licht an. Ein neues Jahr beginnt. Wie sich das anfühlt? Es wird sicher nicht immer zum Prahlen sein, aber immer, wenn ich es am meisten brauche, dann ist da jemand. Ist da jemand. Ist da jemand?